Kein Problem ist irgendwie mit dem Hall. Dann ja, top, perfekt, dann lassen wir das so. Okay, also was machen wir heute, Lars? Wir haben gesagt, wir machen die Stärken und die Schwächen. Ja? Genau, ja. Und haben gesagt, wir machen nicht nur für Leute, die totale Profis sind, sondern wir machen es auch für Anfänger, aber wir machen es auch für Fortgeschrittene. Ja. Vielleicht sagst du mal kurz, was da so alles durchgehen wird. Genau, und wir machen es auch so weit, dass ihr das auch selbst so weit nachvollziehen könnt, auch selber an eigenen Tests, wie ihr das selber ermitteln könnt mit den Stärken und Schwächen. Und zwar am Anfang wollen wir euch einfach generell einen Überblick geben, welche Stärken und welche Schwächen denn überhaupt, in welchen Bereichen. Dann auch erklären, warum es Sinn macht, an den Schwächen zu arbeiten und nicht an den Stärken. Und dann natürlich die Tests generell ist dann ein Hauptpunkt, mit ein Hauptpunkt, welche Tests ihr überhaupt machen könnt. Dann andere Möglichkeiten, wie ihr das herausfinden könnt. Die meisten von euch haben eine Zehnerzeit, haben einen Marathon oder haben einen Halbmarathonzeit, wie so die Verhältnisse zueinander man vergleichen kann und vielleicht auch eine Stärke oder eine Schwäche erkennen kann. Dann auch für diejenigen unter euch, die einen Stride benutzen, woran ihr das am Stride auswerten könnt, am Power Center zum Beispiel. Und dann auch noch vor allem, wie wir das auch auswerten können an den Graphen in WKO, die wir benutzen. Genau, da gehen wir ein bisschen in die Profi-Auswertung rein, hinten raus. Genau, wir fangen an. Ich wollte ein bisschen Grundlagen erstmal erklären, ja. So, weil bevor wir jetzt hingehen und sagen, das ist einfach so, ja, mal so ein paar Grundlagen. Und da machen wir jetzt was, das haben wir uns abgeguckt bei der Konkurrenz, ne? Bei den Jungs von Trico Cologne, die gehen ja immer an die Tafel und das machen wir jetzt auch, weil wir haben so nämlich so eine geile, seht ihr gleich, wir haben die Wand, ja, die Wand ist als Tafel gestrichen, ja? Das ist geil. Was vorstellen vielleicht noch, was, ihr kennt uns nicht, oder was? Also Dominik, du kennst uns und wer uns nicht kennt, hat Pech gehabt, ja, der lernt uns kennen. Ja, also, aber egal, genau, also wir haben so eine geile Wand, die ist gestrichen mit so einer Farbe, da kann man direkt auf die Wand streichen, das war viel zu teuer dafür, ja, du möchtest gar nicht wissen, wie teuer das war, aber das ist total geil, da gehe ich jetzt mal hin. Der Lars beantwortet eure Fragen, also ja. Schreibt einfach rein, der Lars kommentiert und ich schreibe in der Zeit an der Wand und ich nehme das Mikro mal kurz mit. Ja. So. Stärken und Schwächen, gibt es verschiedene Punkte, woran man die festmachen kann. Uns geht es heute nur um die Physiologie, also jetzt nicht irgendwie Lauftechnik, Mentaltraining oder sonst irgendwas, sondern rein die Energiebereitstellung. Ja. Und die kann man an verschiedenen Fixpunkten festmachen. Ja. Die Fixpunkte sind jetzt nicht so magische Punkte, aber das sind halt einfach Punkte, die man auch gut messen kann und in denen halt, sag ich mal, so eine Umstellung passiert meist. Ja. Das ist das gleiche Prinzip wie bei einer Laktatdiagnostik oder wie bei einer Spiroergometrie. Da versucht man auch verschiedene Marker zu finden, wie die ventilatorischen Schwellen oder ne, die VO2 Max und so weiter. Aber ich will gar nicht zu sehr darauf eingehen, auf die verschiedensten Testmöglichkeiten erstmal, sondern ich will erstmal hingehen und darauf eingehen, eben wie genau oder wo wir genau diese Punkte festmachen, die wir miteinander vergleichen wollen, weil wir müssen ja Fixpunkte vergleichen, um Stärken und Schwächen zu erkennen. Das Ganze mache ich an einem Graphen, der nennt sich Power Duration Curve. Ja, und was der genau ist, das sage ich euch, wenn ich es eingezeichnet habe. So, wir haben im Prinzip einen Graphen, der hat ja, zwei Achsen, wie die meisten Graphen. Die eine ist in dem Fall Watt, Leistung. Ich kann das Ganze auch als Speed, also als Geschwindigkeit nehmen. Ja? Also ich muss es nicht als Watt nehmen, aber Watt funktioniert halt auf dem Rad oder halt auch beim Laufen auch und auch beim Rudern. Deswegen ist es so allgemeingültig und auch gut messbar, egal in welchem Gelände. Also ich habe Watt und ich hab auf der anderen Seite Zeit. Normalerweise macht man das ja, logarithmisch, dass man sagt, wir haben hier vielleicht, ja, ich sage jetzt mal, eine Minute. Ja? Dann haben wir hier vielleicht 6 Minuten. Ja? Dann haben wir hier 20 Minuten. Wir haben hier 40 Minuten. Und wir haben hier, sagen wir mal, 2 Stunden. Ja? Also ihr seht schon, das ist logarithmisch, das wird hinten raus immer ein bisschen enger. Ja? Und klar ist auch, also was zeigt jetzt der Graph? Der Graph zeigt, wenn ich eine Minute so schnell laufen kann, wie ich möchte, ja, wie viel Watt schaffe ich dann im Durchschnitt? Ja? Also eine Minute so schnell wie möglich laufen, schaffe ich so viel Watt. Ja? Ich sage jetzt mal, das sind jetzt hier, nehmen wir jetzt mal hier 300 Watt. Hier haben wir 500 Watt. Hier haben wir 200, ja, sagen wir 100 Watt hier. Ja? So, wie viel Watt schaffe ich also über eine Minute zu halten? Ja? Oder wenn ich 20 Minuten gleichmäßig so schnell wie möglich durchlaufe, über 20 Minuten, ja, wie viel Watt schaffe ich da? Ja, das könnte zum Beispiel dann hier liegen. Ja, und wenn ich für jede einzelne Sekunde das gucke, wenn ich jetzt Vollgas gebe und genau das Tempo gleich halte, dass ich am Ende nicht mehr das Tempo halten kann, ja, wie viel Watt schaffe ich dann? Und wenn man da so eine Kurve aufzeichnet, dann sieht die üblicherweise sieht die dann so aus. Ja, so ungefähr sieht die aus. Ja? Eigentlich immer fast gleich, ja? Ein bisschen verschoben. Ja?
Und da haben wir ein paar Wendepunkte. Wir haben einmal hier einen Wendepunkt. Ja. Wir haben hier einen Wendepunkt. Und was man sieht, hier haben wir keinen Wendepunkt mehr, da haben wir eine Gerade. Ja. Und diese Punkte, diese Wendepunkte, das sind ganz typische Punkte. Ja. Alles, was jetzt hier ist, das könnt ihr euch vorstellen, das ist hauptsächlich anaerob. Also das ist quasi ohne Sauerstoff, ne, Sprintkraft. Da verbrauche ich hauptsächlich, ja, hauptsächlich Kreatinphosphat, ja, anaerob, aber ohne Laktataufbau. Und danach halt die Kohlenhydrate, ne, in der Glykolyse, also ne, Glucose hauptsächlich. Das ist hier in dem Bereich der Fall. Ja. Und dann irgendwann kommt hier so langsam die aerobe Energiebereitstellung und die hat hier irgendwo ihr Maximum. Ja, also wenn ich jetzt rein die aerobe Energiebereitstellung nehme, also nicht anaerob, sondern nur das, was ich mit Sauerstoff erzeugen kann, dann sieht das ungefähr, sag ich mal, so aus. Ja, so sieht das ungefähr aus. Ja. Haben wir uns heute noch drüber unterhalten, lange Zeit. Ja. Genau, wie das genau ausschaut. Aber ich habe es aus der Hand gezeichnet, also passt vielleicht nicht ganz. Ne, das ist jetzt nur die aerobe Energie, aber ich liege gerade falsch, die ist hier ein bisschen drüber, aber ist egal. Ich mache die jetzt auch direkt wieder weg, nur damit ihr das ungefähr sieht. Also das ist jetzt nicht quasi in dem gleichen Verhältnis, sondern nur in dem Verlauf. Ja? Die hat hier irgendwo ihr Maximum. Ja? Ungefähr bei, ups, die hat ungefähr ihr Maximum bei 6 Minuten. Ja? Das heißt, an diesem Punkt, ja, der geht dann auch noch, ups, schwarz. An diesem Punkt, ja, habe ich meine maximale Sauerstoffaufnahme, also an diesem Wendepunkt hier. Ja, der ist ungefähr bei 6 Minuten, das hat Bilar rausgefunden, ja, Veronique Bilar. Ungefähr bei 6 Minuten bis vielleicht, ja, oder 55 bis 37 ungefähr. Ja, so, da lag der immer so. Ja. Das ist die VO2 Max, das ist unser erster Wendepunkt. Also der Punkt, wo ich die maximale Sauerstoffaufnahme erreiche. Das heißt, ich kann den maximalen Sauerstoff in allen meinen Muskeln, in allem, was ich habe, im Körper umsetzen. Ja. Also so viel Sauerstoffumsatz wie möglich. Also nicht einatmen, sondern das, was ich wirklich auch verbrauche. Ja? Das ist hier quasi bei ungefähr 6 Minuten. Das ist der Wendepunkt hier. Ja? Dann haben wir hier noch einen zweiten Wendepunkt. Der ist ungefähr, ja, bei, was ist der, 37 bis 45, 47, ja, irgendwie sowas. Ist unterschiedlich. Ja? Das ist der Punkt hier, der zweite Wendepunkt. Das hier ist die VO2 Max. Das ist die Laktatschwelle, Max-Lass, ventilatorische Schwelle 2, FDP, wie man es auch immer nennt. Ich schreibe jetzt mal FDP für Functional Threshold Power, also funktionelle Schwellenleistung. Ne? Das, was als Laktatschwelle auch bezeichnet wird. Das ist der zweite Wendepunkt. So, und dann haben wir eben diese Gerade, ne? Mit einer bestimmten Steigung. Warum sind die jetzt so wichtig, diese drei Punkte? Kann ich euch sagen, weil von diesen drei Sachen, dieser Punkt und die Steigung der Gerade, hängt im Wesentlichen ab, wie ihr alle Leistung oberhalb von 10 Kilometer schafft. Also ob Marathon, ob Halbmarathon, ob Ultra, ja, das hängt hauptsächlich von diesen drei Punkten ab. Bedeutet, ich kann entweder die VO2 Max anheben, ja, dann sieht meine Alternativkurve so aus. Ja, schön, wenn ich das so anheben kann. Ja. Ich kann als zweitens die VO2 Max gleich halten, aber die FDP nach oben verschieben, ja. Dann sieht meine Kurve quasi hier gleich aus. VO2 Max ist die gleiche, aber hier schaffe ich die FDP. Ja, ich mache es mal grün, der blaue hat keinen Bock heute mehr, oder ich mache es rot. Zweite wäre dann FDP nach oben verschieben. Ja. Und ich habe auch meine, ich sage jetzt mal 2 Stunden Marathon, ist ja so, sagen wir mal, die klassische Zeit heutzutage. Ja. Habe ich auch meine Zeit über den Marathon nach oben verschoben. Ja. Und die dritte Möglichkeit ist, ich habe auch die Höhe der FDP gleich gelassen und die VO2 Max gleich gelassen, nur ich schaffe die FDP länger zu halten. Also nicht mehr 37, sondern jetzt 45 oder 47 Minuten. Das heißt, bis hier ist es gleich. Dann geht es weiter raus und geht dann auch gleich runter. Auch hier habe ich die 2 Stunden Leistung erhöht. Oder, das ist die letzte Möglichkeit, ich lasse alles gleich bis dahin, aber meine Ermüdungsresistenz nach der FDP, ja, die verbessere ich. Das heißt, bis hier ist alles gleich, aber, ja, und das ist die dritte Möglichkeit, die Kurve wird flacher. Ja. Eine von den 4 Möglichkeiten ist eine Möglichkeit der Verbesserung der Marathonzeit. Ich kann natürlich auch alles verbessern, umso besser wird es. Aber das sind so diese 4 Möglichkeiten. Also entweder VO2 Max nach oben verschieben, nach vorne, nach hinten geht nicht. FDP nach oben verschieben oder nach hinten verschieben sozusagen, bei gleicher Höhe oder beides. Ja. Und die Kurve flacher machen, also die Ermüdung verbessern, dass ich nicht so schnell ermüde. Das sind die Möglichkeiten, um die 2 Stunden zu verbessern.
Und an den oder an die Sachen machen wir jetzt gleich auch fest, ja, wo die Stärken und die Schwächen sind. Weil, da kommt der Lars dann auch gleich zu, da zeigt der Lars ja gleich, warum es sinnvoll ist, eben an den Schwächen zu arbeiten. Warum es nicht eben nur darum geht, um zu sagen, hey, ist ja egal, was ich verbessere, es verbessert sich ja alles, so einfach ist es nicht. Manche Sachen kann ich halt einfach manchmal nicht besser verbessern, aber das kann der Lars auch gleich zeigen, ne? Dann übernimmst du das am besten. Und dann wird man, also ne, dann weiß man, was man, wo man den meisten, den größten Hebel hat. Ja? Also wir haben einmal die VO2 Max, wir haben einmal die FDP und wir haben diese Ermüdungsresistenz. Ja? Also wie viel sich das Ganze hier verschlechtert, sag ich mal, mit einer Zeiteinheit mehr, die Steigung dieser Graden. Das sind die wichtigen Punkte und das sind auch die drei Punkte im Prinzip. Ne? Wie gesagt, bei FDP dann nochmal eine Frage, wie lange kann ich die halten, aber das ist ein bisschen schwierig zu machen, das kriege ich hauptsächlich mit WKO raus, aber das können wir euch nachher nochmal zeigen. Aber das sind die drei Punkte, die wir bestimmen und die wir auch anhand von den Tests bestimmen und woran wir dann versuchen, eben hier 2 Stunden, 7 Stunden, 1,5 Stunden Leistung festzumachen. Ja? Für alle, die kürzer laufen, also die ihre Hauptwettkämpfe jetzt eher im 5-Kilometer-Bereich sind, also wo die eher hier sind, im 5-Kilometer-Bereich, da spielt die FDP, wie lange ich sie halten kann, und auch die Ermüdungsresistenz in dem Bereich spielt natürlich dann keine Rolle. Da spielen natürlich dann nur die ersten beiden Sachen eine Rolle. Ja. Aber grundsätzlich, wenn für alle, die länger, und das ist ja der Großteil, länger als 45 Minuten Wettkämpfe läuft oder auch gerade um die 45 Minuten Wettkämpfe läuft, da spielen vor allen Dingen die alles bis zur FDP und alles, was nach der FDP kommt, dann auch bei Ausdauerleistung, Marathon und so weiter eine Rolle. Soweit erstmal von mir, sage ich mal so, für die Grundlagen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Haben wir irgendwelche Fragen, die ich kurz noch klären muss? Eine, wo ich gleich beantworten kann. Perfekt, dann gehe ich wieder weg von der Tafel und du übernimmst am Gerät. Jetzt das Mikro dann noch. Ja, genau. Ja. Warte kurz, ich mache kurz aufzeichnen. So. So, und warte, ich habe es noch nicht drauf. Ja, genau. Da gehen wir auf Audio-Eingabeaufnahme und packen eine rote Podcast dazu. Jetzt so. Müsst ihr einen haben. Ja. So, genau. Also, Micha hat jetzt schon mal gerade erklärt, wo die verschiedenen Punkte sind auf der PD-Curve und die Stärken und Schwächen. Und natürlich, natürlich die Frage: Was bringt es an meinen Stärken und Schwächen zu arbeiten? Der Andreas hat genau die richtige Frage dazu gestellt, gleich direkt. Macht es auch als Ultraläufer zum Beispiel Sinn oder als Sprinter Sinn, an den anderen Schwächen auch zu arbeiten? Oder soll ich einfach nur an den Stärken arbeiten, als Ultraläufer dann an der Ermüdungsresistenz zum Beispiel? Oder macht es für mich auch Sinn, wenn ich als Ultraläufer an der VO2 Max, in der Schnelligkeit arbeite? Und man kann das Ganze ein Stück weit so betrachten, ich zeichne das einfach mal kurz auf, wenn man das Ganze sich als Haus betrachtet, also ich zeichne erstmal das Haus mit dem Dach oben drauf. Man hat im oberen Bereich, wohnt sozusagen im Dachgeschoss, wohnt die VO2 Max. Im ersten Stock wohnt der Entwicklungsbereich oder GA2 und im Erdgeschoss wohnt GA1 oder das Unterwettkampftempo. Und so ist die optimale Verteilung im Haus. Wenn ihr jetzt als Ultraläufer zum Beispiel sagt, okay, ich trainiere meine Schwächen, dann nur meine Stärke, also der GA1-Bereich, dann würde hier das immer weiter ansteigen. Bis dann irgendwann mal die Grenze erreicht ist, weil für den zweiten Bereich braucht ihr auch noch den Platz einfach in dem Bereich. Und ihr habt sozusagen eine Mindestdeckenhöhe, die ihr nicht unterschreiten dürft einfach in dem Bereich. Das heißt, wenn ihr hier die Grenze erreicht habt vom GA1-Bereich, müsst ihr quasi auch hier weiter nach oben mit dem GA2-Bereich, um wieder Platz zu haben, um den GA1-Bereich auch größer zu ziehen. Also die zweite Stufe wäre dann quasi, ihr würdet dann irgendwann mal an diesen Punkt kommen. Und dann würdet ihr den Ausdauerbereich, den GA1-Bereich, nicht mehr weiter nach oben kriegen. Dann müsstet ihr quasi hier diese Deckenhöhe auch wieder nach oben setzen, um wieder Platz zu schaffen, um das auch wieder mit hochzuziehen. Und so verhalten sich dann die verschiedenen Bereiche auch zueinander. Und ihr müsst natürlich auch als Ultraläufer dann genau an euren Schwächen hier in dem Bereich arbeiten. Genau, das wäre hier die Verteilung quasi. Genau.
Ihr seht das auch, wenn man jetzt nochmal in der Power Regression Curve, ich ziehe das Ganze jetzt nochmal kurz hier runter. Wenn man das Ganze, ich habe jetzt nebenbei nochmal kurz hier was aufgemacht, das seht ihr hier im linken unteren Bereich. Da seht ihr hier so eine Power Duration Curve jetzt bei jemandem, beim Tim, ne? Der hat mir auch gesagt, ich darf ihn zeigen, oder ich soll ihn sogar zeigen, damit er noch was lernt. Da sehen wir so eine Power Duration Curve, das ist das rote hier. Ne? Und das müsst ihr euch halt so vorstellen, wenn wir jetzt hier bei ihm ja, die 6 Minuten nehmen, die sind halt ungefähr hier. Also der Tim hat relativ wenig Leistung, halt um 20 Sekunden maximal Leistung, was halt für einen normalen Läufer auch in Ordnung ist. Ja, bei Radfahrern sieht das anders aus. Und der hat hier eine Leistung über 40 Minuten, ne? Das ist ungefähr die FTP. Und wenn wir jetzt hier mal oben gucken, ne? Wenn wir das Ganze jetzt, das ist Watt pro Kilogramm, ja? Da sind wir bei 5,1 oder 5,2 vielleicht, ne? Und bei 6 sind wir bei 5,4. Das heißt, selbst wenn er die FTP hier noch weiter anheben wollte, er wird nie, ich meine, das ist ja schon rein logisch, klar, er wird nie schneller über 40 Minuten laufen können, als er über 6 Minuten laufen kann, weil die 6 Minuten sind ja schon in den 40 Minuten drin offensichtlich. Mhm. Also von dem her haben wir da einfach dann auch nicht mehr so viel Platz. Ne? Und das ist das genau, was der Lars gerade gezeigt hat an den beiden Häusern. Da sind wir jetzt schon, also wir werden diese Kurve jetzt zwar super flach hinkriegen, total toll, aber dann irgendwann ist vorbei, ohne dass wir das anheben. Genau, noch flacher geht dann einfach nicht mehr. Genau, dann geht es bergauf und das zeigt dann nur schlechte Messergebnisse, aber nicht die Realität. Genau. Jetzt hast du das am Haus gezeigt und die 3 Stockwerke voneinander gemacht. Jetzt muss man natürlich aber sagen, die kannst du, also es ist nicht so, dass man immer nur ein Stockwerk anhebt. Ja, ja? Genau. Ja. Also wenn ihr natürlich dann den GH2-Bereich oder Entwicklungsbereich trainiert, dann hebt sich natürlich der VO2-Max-Bereich auch ein Stück weit mit an. Also es ist nicht nur so, dass ihr sagt, ihr nehmt nur genau gezielt den Bereich und trainiert den, sondern die anderen heben sich natürlich auch, bewegen sich auch ein Stück weit mit. Genau. Und vor allen Dingen gerade, wenn ich viel Umfang mache, dann ist ja, sagen wir, eine Sache, die gerade den GA1-Bereich halt verbessert, aber die verbessert auch die VO2 Max. Ja. Ob ich das jetzt in Geschwindigkeit umsetzen kann, weil ich es vielleicht auch gewohnt bin, so schnell zu laufen, ist eine andere Sache. Mhm. Aber zumindest mal nominell die VO2 Max, die steigert ja sich dadurch auch. Ne? Also mal auch abgesehen von Effizienzsteigerungen und Effizienzveränderungen, also mal nur rein auf das Herz-Kreislauf-System betrachtet. Genau. Effizienz ist nochmal eine andere Geschichte, da kommen wir vielleicht auch mal ein anderes Mal zu als Thema. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir das Haus gehabt. Ja, wir haben die 3 Punkte, VO2 Max, FTP und ich sage jetzt mal die aerobe Schwelle. Ja, also die Schwelle, wo ihr gerade noch kein Laktataufbau habt. Also das heißt, da wird wirklich 95% plus wird da aerob erzeugt und der Körper schafft eigentlich das Laktat, was beim anaeroben Energiebereitstellung aufgebaut wird, schafft er eigentlich komplett im Ruhemodus zu halten. Also man sagt da ungefähr bei 2 Millimol Laktat pro Liter ist das pro ungefähr Liter, der Fall. Ne? Mhm. Das sind so die 3 Fixpunkte, die du ja gerade auch hier an dem Haus festgemacht hast. Ne? Also das wäre jetzt hier quasi die VO2 Max. Ne? Darüber ist alles anaerob. Ja? Mhm. Dann haben wir hier den Übergangsbereich, die GA2 oder Entwicklungsbereich oder was weiß ich auch immer. Ja? Das ist dieser große Bereich, also VO2 Max wäre da oben. Hier wäre der GA2, die Laktatschwelle wäre jetzt hier dieses, Ende Dach oder Anfang Dachgeschoss. Ja. Und das wäre quasi hier die aerobe Schwelle. Die Zwischendecke wäre quasi die aerobe Schwelle, genau. Genau. Ja. Also das sind unsere 3 Punkte, VO2 Max, Laktatschwelle, aerobe Schwelle. Und die wollen wir testen. Ja? Ja. Teste ich jetzt die einzelnen Sachen? Ich hole mir noch ein Bier, ich bin nämlich schon wieder leer, du bist noch halb voll. Ich habe die ganze Zeit geredet, ey. Du hast die ganze Zeit nur zugeguckt und guck dir das mal an, ey. Genau, also wie könnt ihr diese 3 Werte ermitteln? Also natürlich auch so, dass ihr es möglichst einfach habt. Und zwar für die anaerobe Schwelle als erstes macht ihr am besten einen Test über 45 Minuten zum Beispiel. Ihr lauft 45 Minuten, möglichst ebene Strecke, möglichst keine Ampel, am besten eine Strecke, die ihr vorher kennt. Ihr wisst, dass da keine Steigung in dieser Strecke drin ist. Dann nehmt ihr die Uhr, startet einfach euren Lauf, geht ungefähr 3 bis 5 Minuten einlaufen und lauft dann ein Tempo so schnell und so gleichmäßig wie möglich. Also versucht von Anfang an ein Tempo zu treffen, welches ihr ungefähr diese 45 Minuten halten könnt, aber wirklich so gleichmäßig wie möglich. Ihr könnt euch da ein bisschen an einem 10 Kilometer Tempo orientieren. Wer jetzt 40 auf 10 Kilometer läuft, weiß, okay, vielleicht ein Tick langsamer. Wer ungefähr 60 Minuten auf 10 Kilometer läuft, der weiß, okay, ungefähr mein 7 Kilometer, 8 Kilometer Tempo, also ein bisschen langsamer wie es 10 Kilometer, ein bisschen schneller wie es 10 Kilometer Tempo, so rum. Und dann habt ihr quasi eine Leistung, die ihr über 45 Minuten einfach halten könnt. Genau, das ist der Test für die anaerobe Schwelle. Ihr könnt dann, der nächste? Ja, kann ich auch übernehmen, wie du möchtest. Genau. Mach du. Ich zeige das mal kurz nebenbei hier, wo das dann ist und schreib das mal kurz auf nebenbei. Genau, dann nehmt ihr euren Pulsbereich zwischen Minute 10 im Test, also Minute 13, wenn ihr 3 Minuten eingelaufen seid, und ungefähr Minute 30 bis 33. Den Bereich nehmt ihr dann quasi.
und schaut euch die Herzfrequenz an in diesem Bereich. Am besten, und dann nehmt ihr aus diesem Bereich den Durchschnitt der Herzfrequenz und multipliziert den mit 0,88, also 88% vom Herzfrequenzbereich, den ihr da gelaufen seid. Warum 0,88, Lars? Weil das quasi 88% des Puls unter der FTP ist, unter der anaeroben Schwelle. Ist das so ein ganz spezieller Punkt, sage ich jetzt mal, weil das ist ja immer so eine Sache, da gibt es so viele magische Werte. Der eine sagt 0,88, der andere sagt 0,9, der andere sagt... Genau, also man muss nicht... Also 0,88 haben wir einfach festgelegt und nehmen den Punkt. Ja. Aber wichtig ist, dass wenn ihr den Test mehrmals macht oder jemand anders den Test macht oder wir eben den Test euch machen lassen, dass wir immer den gleichen Punkt nehmen. Also nicht bei einem 86, bei einem 88, sondern wir nehmen immer die 88% und dadurch lässt sich das einfach vergleichen. Genau, wenn man das jetzt hier mal schaut, ihr seht, müsst ihr das ja eigentlich noch sehen, ne? Dann ist es im Prinzip, dadurch, dass das hier eh eine Gerade ist, ja, ist es eigentlich egal, ob ich jetzt hier hingehe oder da hingehe. Ja, ich kann halt immer noch ganz gut die Steigung der Gerade ausrechnen. Deswegen, da gibt es jetzt nicht so einen magischen Punkt, wo sich nochmal alles ändert. Ja. Aber wenn man es wirklich auf den Punkt, auf die aerobe Schwelle setzen müsste, dann müsste man eigentlich so einen Stufentest machen und den auch lange halten und dann gucken, wann, also länger als jetzt 2 Minuten pro Stufe und genau gucken, wann steigt das Laktat leicht an. Und dann hätte man den Wert, aber er bringt einen gar nichts, weil es ist total irrelevant, ist völlig Hupe, ob der ansteigt oder nicht, weil es ist kein magischer Wert, höchstens fürs Renntempo für Ultras. Ja. Aber sonst, und wir haben irgendwann mal gesagt, wir hatten den auch mal auf 0,9, da warst du aber noch nicht dabei. Nee. Der war aber dann zu hart für die Leute, haben wir rumgejammert. Besonders dann so Leute wie Marius, ja, und Peter und der Tim, ja, so alle mal kurz vorgelesen, die bei uns trainieren. Die haben alle rumgejammert und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen ihn auf 8,8, weil es völlig egal ist. Ja, genau. Genau, und dann habt ihr den Puls ermittelt, also wie nochmal, also zwischen Minute 10 und Minute 30 den Pulsdurchschnitt nehmen, den mal die 0,88 und den Puls nehmt ihr anschließend 2 Tage später oder also mindestens einen Ruhetag dazwischen für den 25-Minuten-Test. Also 25 ist auch wieder nur eine gewählte Zeit. Ihr könnt theoretisch wären noch 30 Minuten möglich, aber 25 Minuten einfach nehmen. Reicht. Das reicht dann dafür. Und da versucht ihr 25 Minuten genau mit diesem Puls zu laufen. Ihr habt dann quasi eine Pace, die ihr erreicht, genau bei diesem Puls. Die notiert ihr euch auch wieder. Oder Watt halt, ne? Oder Watt, genau. Oder und Watt, genau. Die notiert ihr euch auch wieder. Und anschließend, jetzt kommt das Harte, macht ihr 3, 4, 5 Minuten Pause. Ja. Könnt ruhig ein bisschen ausgehen. Und anschließend lauft ihr 6 Minuten all in. Ja. Also 6 Minuten alles, was geht. Also da kann auch wirklich ja, mehr oder weniger Ende sein danach. Das ist dann der V2-Max-Bereich. Und nach den 6 Minuten solltet ihr wirklich, wirklich fertig sein. Also das ist nicht so, dass ihr dann sagt, okay, 2 Minuten wären schon noch gegangen, sondern da sollte wirklich auch Ende sein, dass ihr auch wirklich einen zuverlässigen Wert habt in dem Bereich. Genau. Das machen wir mit unseren Läufern halt regelmäßig und dann haben wir halt so ein Programm, was wir geschrieben haben, wo wir Sachen eintragen, also wie so eine Kartei, sage ich jetzt mal. Und da sehen wir zum Beispiel einen Läufer ohne Namen jetzt, da haben wir diese 3 Tests gemacht, ne? Das ist der 45-Minuten-Test, der hat sich jetzt hier in dem Fall so entwickelt. Ja. Wir haben den V2-Max-Test, der hat zumindest mal hier 2, die hat sich so verbessert. Und wir haben aerobe Schwelle, die hat sich dann so verbessert. So haben wir dann einmal, sehen wir, wie sich jemand verbessert hat. Ja, natürlich haben wir jetzt jemanden genommen, der sich gut verbessert hat, ja, ist ja klar. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist das Verhältnis der einzelnen Tests zueinander. Ja. Also ihr seht hier einmal ANS zu V2-Max, das ist 45 Minuten zu 6 Minuten. Oder AS, aerobe Schwelle, ja, zu anaeroben Schwelle, also 25-Minuten-Test, das ist dieser 88%-Test zu dem 45-Minuten-Test oder eben diesen 25-Minuten-Test zu dem 6-Minuten-Vollgas-Test. Ja. Das sind so die Verhältnisse zwischen den beiden. Und da sehen wir hier, wir haben jetzt insgesamt 601. Ja, wir haben leider das, ich muss mal kurz aufhören. Ja, ich muss mal kurz sagen, wer uns die nächstes Bier sponsert. Und das ist der Braumeister Tim Ludwig aus München. Ja. Tillmann Ludwig aus München für ein Tillmanns Biere. Prost auf Tillmann. Haben wir das Jubiläum verpasst, wer den 600. eingetragen hat? Den 600. Wir müssen das mal checken in der Datenbank, wer den 600. Test eingetragen hat. Der muss dann wie immer nackt einmal durch den Lech schwimmen. Wir haben 600 Tests insgesamt gemacht jetzt und das ist der Durchschnitt. Also da könnt ihr jetzt von ausgehen, ich meine 600, eine Stichprobengröße von 600 schafft keine Studie der Welt. Ja. Also zumindest nicht, was jetzt eine Sportstudie angeht.
Und das sind die Durchschnittswerte davon. Ja? Also 87,6, 86,3 und 85,4. Ja, das ist so, oder 85,5, 75,5, das ist so das, was der Durchschnitt hinkriegt. Genau. Und da kann man sagen, wenn das genau da ist, hast du eigentlich keine Stärken, keine Schwächen, sondern bist du genau im Durchschnitt. Genau, eure Ergebnisse sollten möglichst nah an dem Durchschnitt einfach dran sein. Das Verhältnis der Dann habt ihr keine Stärken und Schwächen, genau, aber das kann man ja nicht so pauschal sagen. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ultra laufen möchte, und ich bin jetzt einmal eine Woche vorm Ultra, dann wäre halt total geil, wenn der Wert hier und der Wert, die letzten beiden, also die aerobe Schwelle, also quasi, wenn man das hier mal dann vergleicht, ne, also hier hinten das Ganze, wenn das super hoch ist, ne, dann bin ich natürlich total glücklich. Das ist mir auch scheißegal, wo dann an dem Wettkampftag die VO2 Max steht. Ja, ja, genau. Aber wenn ich jetzt zur Phase Januar bin, dann, ja, vielleicht, weil ich dann, kommt auf an, was ich dann machen möchte. Wenn ich dann viel Umfang machen möchte für ein Ultra, dann würde ich mich eigentlich freuen, wenn ich bisschen da eine Schwäche habe, weil dann kann ich da viel tun. Dann kann ich dann da arbeiten. Ja, genau. Ja, dann werde ich mich wahrscheinlich viel verbessern. Und hier haben wir eine Läuferin, die viele Ultras läuft, ja, die hatte so eine Verteilung und da seht ihr schon 90% an seiner VO2 Max und 92%, das ist schon enorm, ne, 92% AS, also ich sag mal jetzt so 2 Stunden Leistung, sehr, sehr stark, sehr, sehr starke Ultraläuferin, die sehr, sehr viel lange Läufe gemacht hat. Lange Läufe einfach gemacht hat im Bereich, ja. Und die kommt dann zu uns und sagt, sie entwickelt sich nicht mehr weiter. Und dann weiß man eigentlich schon, wie sie trainiert, nämlich viel lange und langsam. Ja? Und dann kannst du gleich mal kurz durchlesen, dann noch, dann erkläre ich kurz weiter. Habe ich schon durch. Ah, okay. Ja. Und da weiß man halt, hier geht eigentlich nichts mehr. Da brauche ich auch nicht anfangen, noch den Umfang zu erhöhen. Da tut sich relativ wenig. Und da muss man eben anfangen, da kommen wir dann nächste Woche drauf, um zu gucken, was trainiere ich bei welchen Stärken und Schwächen. Da kann ich hingehen und muss dann erstmal hier das Verhältnis wieder halbwegs gerade rücken. Und das haben wir jetzt hier bei ihr gemacht. Ja, deswegen zeige ich das einmal. Und dann kann man von hier aus, und sie hat sich ja trotzdem überall verbessert. Also obwohl wir es nur gerade gerückt haben, hat sie sich enorm verbessert. Klar, im schnellen Bereich mehr als im langsamen Bereich, aber insgesamt auch im langsamen Bereich verbessert mit dem Training, weil es einfach neue Reize waren, die sie bisher nicht gewohnt waren. Und dann kann man von hier aus ausgehen und dann nochmal auch die aerobe Schwelle weiterentwickeln, weil jetzt haben wir hier wieder 7% Platz einfach, wie vorhin gezeigt hast, hier eben 7% mehr Platz. Jedes Stockwerk ist quasi nach oben gerutscht, wenn man die Zeichnung anschaut. Genau, aber vor allen Dingen auch hier haben wir jetzt zwischen denen mehr Platz, also von dem hier haben wir alle nach oben, aber GR1 am wenigsten, also wir haben jetzt mehr Platz, um weiter zu entwickeln und jetzt können wir quasi die Saison starten und dann auch nochmal nach vorne uns entwickeln. Ja. Ne? Das ist so die Idee dahinter. Genau, und weil es zu den Tests noch mit dazu gehört, grätsche ich kurz mit der Frage vom Andreas dazwischen rein. Ja. Er hat gefragt mit im Uphill-Athlet, das ist ja das Buch, wo auch Kilian mit dran geschrieben hat. Ja, genau. Steht, man soll den Test mit durch die Nase atmen machen, aber wenn ihr den Test macht, konzentriert euch lieber auf das Laufen, auf euer Tempo, wie aufs Atmen irgendwie durch die Nase oder zweimal ausatmen, einmal einatmen und so weiter. Lauft den Test, weil Atmen übernimmt der Körper dann von alleine. Also sich da auf eine Atmung noch konzentrieren, macht das meistens eher schwieriger vom Test her und bringt die Testergebnisse eher durcheinander. Da geht es ja mehr darum, da zu gucken, dass man rauskriegt, wo sie ist, glaube ich, mit dem durch die Nase atmen. Genau. Ja. Und dann 90% ist das gewünschte Ziel. Ne? Also hier haben wir es ja auch nochmal, hier sind wir bei 3, Quatsch, hier sind wir bei, was war das, 90% von was? Steht da jetzt auch nicht. Muss man mal sagen, vielleicht Andreas, 90% von was? Ob 90%, also aerobe Schwelle von der VO2 Max? Ja? Da würde ich sagen, nee, eher nicht. Aber von der anaeroben Schwelle, da würde ich sagen, ja, da kommen wir hin. Ja, das ist realistisch. Also hier 90% zu erzielen, ist schon sehr unrealistisch. Wobei, wie gesagt, unsere AS ist eine rein errechnete Größe. Ja. Also versucht am besten nicht bei den Tests irgendwie euch auf den Atemrhythmus zu konzentrieren oder sonst irgendwas, sonst klappt das nachher dann gar nicht von den Werten her und von der Leistung. Genau, zumal auch die Sauerstoffaufnahme durch die Nase, vom Laktatpuls schreibt er, genau, also das wäre dieser Wert hier, dieser Wert hier, da ist 90 gut und da seht ihr, die war schon bei 92, die Dame, und da entwickle ich dann auch nichts mehr, sondern dann muss ich dann erstmal alles so gerade rücken und anheben, dass ich auch wieder auf meine 86 komme und dann kann ich die auch wieder auf 90 kriegen, das ist ja erwünscht dann, Das ist ja auch, aber ihr seht, das ist zwar sieht jetzt wie eine Verschlechterung aus, aber de facto hat sie sich auch absolut hier auch verbessert. Genau, es geht nur um die relative Geschichte. Und wo war ich stehen geblieben? Achso, mit dem Naseatmen. Also einatmen, ausatmen ist schön und gut. Aber das, was ihr einatmet, also sag mal, alles, was ventilatorisch ist am kardiovaskulären System, jetzt habe ich mal, ein bisschen reinhauen. Also alles, was jetzt quasi Atmung ist, ist nicht begrenzend normalerweise. Also der begrenzende Faktor ist eher das, was nach der Lunge passiert. Ja, also Aufnahme des Bluts ist in das Blut ist meistens eher nicht das Problem oder zumindest die Einatmung ist nicht das Problem. Meistens ist das Problem dann, was mit dem Sauerstoff im Blut gemacht wird, weil selbst wenn ihr ausatmet, habt ihr immer noch einen relativ hohen Sauerstoffgehalt in der Ausatmung. Ja. Ne? Also das Benutzen des Sauerstoffs ist das Problem. Und genau, Andreas, wie du jetzt schreibst,
Er kann gar nicht, also viele können, also ich kann beim Laufen auch nicht nur durch die Nase atmen, da bleibt mir einfach die Luft weg. Also. Ich habe mal so einen Ellbogen vom Fußballspieler, ja, habe ich mal, also beim Fußballspielen auf die Nase gekriegt und die war halt da, seitdem ist die ein bisschen platt und schräg, sieht man vielleicht. Und bei mir läuft die Nase immer gefühlt beim Laufen und deswegen kann ich auch nicht durch die Nase atmen, also dann macht der Test eh so gar keinen Sinn in dem Fall. Genau, ich lasse jetzt alle Witze mit Nase und so weiter weg. So, genau, wir machen mal weiter, Lars. Mhm. Du hast den Masterplan. Genau, nach den Tests gibt es natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, wie ihr Stärken, Schwächen in eurem Zeitenverhältnis einfach auch betrachten könnt. Also ihr lauft ja alle verschiedenste Wettkämpfe von irgendwelchen Bahnwettkämpfen teilweise über Crossläufe, über Halbmarathon-Zehner, so ein Silvester-Zehner ist wahrscheinlich fast jeder von euch gelaufen in letzter Zeit. Halbmarathon lauft ihr viele von euch, einige auch Marathon oder auch länger. Und dann gibt es auch ein Verhältnis zwischen den Zeiten, das man einfach betrachten kann, um schon so einen Ansatzpunkt vielleicht rauszufinden, wo man einfach eine Schwäche hat. Genau, da mache ich jetzt mal kurz die Geschichte groß. Kann sein, dass ihr uns mal kurz nicht hört. Dann zeige ich euch das hier, dass wir mal kurz einmal... So. Oh, ihr hört uns noch, sehr gut. Genau, dann mache ich mal kurz die, zeige ich mal was anderes. Du weißt es bei Wettkämpfen, ne? Ich habe jetzt zum Schluss nicht mehr gehört. Genau. Also, ich gehe so lange nochmal. Ja, mach das. Ah ja, er hat aufgeholt. Ja, das ist sehr gut. Also ich kann das Pale Ale empfehlen hier von dem Herrn, wie hieß er, Tillmann. Also, genau, also wir haben jetzt einmal diese magischen Sachen, ne, was ich so erzählt habe, aber ihr habt auch gesehen, oberhalb von diesen 6 Minuten, ja, da kann ich eigentlich relativ gut das Ganze auch halbwegs gut errechnen, ja, den Durchschnitt. Das haben wir auch gemacht, ja, das seht ihr hier. Das Gestrichelte ist von uns auch errechnet. Ja, du brauchst einen Öffner, hier ist er. Das ist alles errechnet mit einer wilden Formel. Ja. Ich blende die mal kurz ein, ja, weil die sieht so aus, die Formel. Ja. Also das ist so eine ziemlich wilde Dingsbums-Formel. Und die sagt genau, wie die Verteilung dann ist. Aber es geht auch einfacher mit Peter Riegel. Ja, Peter Riegel, ich mache jetzt mal Wikipedia auf, hat mir meine Schulzeit gerettet und soll uns auch hier weiterhelfen. Hat Peter gestern oder so erst Geburtstag oder vorgestern? Ohne Scheiß, das hast du jetzt aber nachgelesen. Nein, ne? War Zufall, dass ich es irgendwo im Radio gehört habe oder sowas. Ohne Scheiß jetzt. Irgendwann jetzt. In welchem Radio, welches Radio hörst du denn, wo gesagt wird, oh, Geburtstag heute Peter Riegel? Nein, nicht Riegel, Wikipedia hatte Geburtstag. Ach, Wikipedia hatte Geburtstag, ich wollte schon sagen. Wikipedia hatte Geburtstag. Okay, ja, das nehme ich dir doch ab, wenn du jetzt gesagt hättest, du hast im Radio gehört, dass Peter Riegel, ja, US-amerikanischer Ingenieur, Geburtstag hat. Okay. Ja, also Peter Riegel auf jeden Fall, der hat eine Formel entwickelt, die nennt sich Riegelsche Formel oder Riegel Formula, ja, sagen die Amerikaner, das ist immer ganz lustig. Der hat in der Runner's World 1977 diese Riegelsche Formel entwickelt. Und die sagt, das sieht jetzt ein bisschen wild aus, aber so wild ist es gar nicht. Wir haben hier verschiedene Größen. T ist immer Tempo, ja, also beziehungsweise Time, Zeit, ja, wie lange brauche ich, ja. Und D ist Distance, ja, also quasi die Strecke, die ich zurücklegen möchte. Und ich habe eine Zielgröße, die heißt, wie lange brauche ich auf der Zielzeit. Ja, und dann nehme ich einfach eine andere Zeit, zum Beispiel, wenn das jetzt hier meine Marathonzeit ist, dann möchte ich wissen, wie schnell laufe ich auf dem Marathon. Dann nehme ich die andere Zeit, zum Beispiel vom 10-Kilometer-Lauf, das wäre jetzt hier in dem Fall, was laufen wir so, 33, ja, 32, 31, ja, schön, so, du schön, ein bisschen schön drunter. Also, genau, nehmen wir hier, weiß ich nicht, eine 35 auf 10, ja, schreiben hier eben 35 Minuten rein und rechnen dann mal und dann nehmen wir die Distanz, die zweite Distanz, also den Marathon, 42,19, durch 10, ja, durch die Distanz von dem ersten, ne, was ich schon gelaufen bin. Ja, dann steht hier quasi eben 35 mal 42, 10 mal 10. Durch 10. Geteilt durch 10. Genau, geteilt durch 10. Ja. Und dann habe ich hier noch ein K. Und das K ist eigentlich das Magische. Das ist der Ermüdungsfaktor. Ja. Und der Ermüdungsfaktor ist nichts anderes als die Steigung hier. Das ist der Ermüdungsfaktor. Ja. Und den Ermüdungsfaktor, den nehme ich einfach mit rein. Und da sagt er, der Ermüdungsfaktor, genau, der ist, wollen wir ihn Riegel? Ja. Riegel mit 1,06 quasi festgelegt. Genau, das ist aber unterschiedlich. Also es gibt Läufer, die haben, also wenn du eine richtig gute Marathonläufer hast, die kommen auf eine 1,05. Ja. Ja. Die kommen vielleicht auf eine 1,04, aber darunter geht nicht. Genau, ja. Und der Wert ist auch sehr, sehr, also fest, relativ fest. Also das bewegt sich ein bisschen, aber... Von 1,06 kann man da im Regelfall ausgehen. Ja. Ne? Genau, und dann weiß ich halt, wie der Durchschnitt halt ist. Ne? Mhm. Und also da ändere ich jetzt nicht so viel an diesen Ermüdungsfaktoren. Ja. Ein bisschen kann ich ändern an dieser Steigung, aber auch nicht die Hölle. Ja. Mhm. So, und genau, also 1,06 ist so der Standard. Bei Ultraläufern, wenn ich jetzt über 50 Kilometer gehe, dann gehe ich eigentlich auf 1,08 halt nicht hoch, ne? weil das hinten raus dann schon immer auch überproportional schon ein bisschen mehr wird. Ne? Aber sonst kann man den eigentlich ganz gut nehmen. Und jetzt sagt ihr, boah, das ist ja wilde Rechnerei. Da hat ein guter Freund von uns, der Stefan, hat den runwörter.io programmiert. Ja? Und der runwörter.io,
der, der kann das ausrechnen. Da geht er einfach hier oben auf Race Predictor und dann könnt ihr sagen, ihr möchtet einen Marathon laufen, ne? Und oder seid, nee, ihr seid einen 10-Kilometer-Lauf gelaufen, ne? Und den seid ihr in 40 Minuten gelaufen und wenn ihr 42 Kilometer laufen wollt, ne? Oder einen Marathon laufen wollt, ja, wie auch immer, dann kommt er auf 3 Stunden 04. Das ist Riegel'sche Formel einfach. Also der hat da einfach die Riegel'sche Formel einfach dann in so eine... In genau, so dann müsst ihr es nicht jedes Mal Taschenrechnen von Hand ausrechnen, sondern könnt das hier verwenden. Genau, und dann könnt ihr gucken, ne? Wenn jetzt hier, in dem Fall macht es natürlich Sinn, ne? Wenn ihr jetzt einen sehr schnellen Lauf habt, ne? Sag mal, unterhalb der Laktatschwelle, ne? Könnt ihr den vergleichen mit Marathon, dann hättet ihr da zum Beispiel ein Verhältnis, sage ich mal, zwischen Mitte V2 Max und FDP beim 5-Kilometer-Lauf zu Marathon. Ne? Ja, und wenn der Marathonzeit besser ist als das, was hier steht, ja, wenn eure besser ist, dann wisst ihr, alles klar, meine Stärke liegt eher hinten raus, in der Ermüdungsresistenz. Ja, also liegt eher, wenn man jetzt mal schaut, hier, ne, das ist dann eher die Stärke, das ist also relativ flach. Und wenn es andersrum ist, ne, wenn die 10-Kilometer Zeit deutlich besser ist zum Beispiel, ja, dann ist hier diese Ermüdungsresistenz dann zu steil einfach. Mhm. Ja, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, Wettkampfergebnisse zu errechnen und da einfach mal den Run-Wörter anwerfen. Ja, und dann könnt ihr da vergleichen, anhand von Wettkampfergebnissen. Aber wenn ihr wirklich wissen wollt, wie gut ihr seid, im Prinzip finde ich unsere Tests besser, weil ein Marathon ist schon sehr lange, da kommt auch, hat auch viel mit Ernährung. Genau, also Hochrechnung hat natürlich immer nur was mit einem Laborwert sozusagen zu tun. Also ob ihr das dann wirklich so laufen könnt, wie die Ermüdung ist, wie die Wettereinflüsse sind oder wie die Ernährung, also Ernährung klappt, wie die Effizienz von euch im Laufen ist, das ist natürlich auch alles abhängig davon. Genau, und unsere Tests kann man halt häufiger machen, so einen 45-Minuten-Test, den kann man halt häufiger machen als so einen Marathon. Mhm. Oder einen 10-Kilometer-Lauf kann man auch häufiger machen. Und noch besser ist natürlich, wenn man es gar nicht testen muss, da kommen wir dann gleich noch drauf. Ja, genau. Genau, also könnt ihr mal so als ersten Anhaltspunkt quasi nehmen, die Hochrechnung. Aber eben, wie gesagt, die Tests machen dann einfach doch deutlich, geben einfach ein deutliches Bild in der Sache. Genau. Genau. So, jetzt haben wir gesagt, wir haben einmal die Möglichkeit mit unserem Test, 45, 25, 6-Minuten-Test, ja, haben da auch die Verteilung gezeigt, ja. Blende das nochmal kurz ein, dass ihr das nochmal hier aufschreiben könnt, wenn ihr wollt. Also 87% Laktatschwelle V2 Max, 86% Aerobeschwelle zu ANS und 75% AS zu, also Aerobeschwelle zu V2 Max, also 25 zu 6 Minuten. Ja. Hier, ne, alles umsonst, Freunde, ne? Eigentlich alles hier kein Geheimnis. Lass mal kurz noch offen. Wir können noch kurz sagen, wie ihr auf die Prozentzahlen kommt. Also wenn ihr irgendwie denkt, wie kann ich denn jetzt die Zahlen umrechnen oder die Zeiten umrechnen auf die Prozentzahlen, könnt ihr entweder teilt ihr 60 Minuten geteilt durch die Pace, die ihr gelaufen seid, und teilt dann, also ihr nehmt zum Beispiel das Ergebnis vom anaeroben Schwellentest von 45 Minuten, teilt die 60 durch die Pace von dem Test und teilt das Ganze dann durch das Gleiche, also 60 durch die V2 Max. Oder ihr macht es euch einfacher, ihr nehmt quasi die kmh vom anaeroben Schwellentest und teilt sie einfach durch die kmh von der V2 Max. Genau, so habe ich das gemacht. Die einfache Variante. Genau, oder 1 durch Sekunden, wird also 1 durch, egal, vergiss es, das wird auch noch gehen, aber ich habe einfach kmh genommen. Ich habe einfach die Pace in die kmh umgerechnet und dann die kmh-Verhältnisse. Mhm. Wenn ihr mit Watt das Ganze macht, ja, dann dadurch, dass Watt halt und Pace linear sind, kann ich auch Watt einfach nehmen, wenn es flach ist. Und dann kann ich einfach die Watt halt einfach die Watt hier durch die anderen Watt, die sind jetzt nicht eingetragen, die aber sind, ne, genau, einfach die Watt nehmen, und dann habe ich auch Watt. Ja, ja, genau, also nur wenn ihr euch irgendwie gewundert habt, wie ihr denn auf diese Prozentzahlen kommt, dann ist das die beste Variante. Genau. So, jetzt das soweit so gut. Jetzt haben wir jetzt Verabschieder von allen von uns, von euch, die sagen, ich muss laufen gehen, ich muss was testen. Ja, ein Blogbeitrag im Nachgang. Ja, wir nehmen das Ganze ja auch für YouTube auf, Freunde. Ne? Also ihr könnt das Ganze auch nochmal nachschauen. Diejenigen, die das in schriftlicher Form haben wollen, ich habe im Trail-Magazin zumindest mal das Rudimentäre, was wir bisher abgebacken haben, habe ich im aktuellen Trail-Magazin beschrieben. Ja, also da könnt ihr das auch nochmal nachlesen. Da habt ihr ja dann auch die Berechnungen nochmal von den Prozentzahlen und so weiter. Genau, die sagt Durchführung der Tests. Genau, das sagt der Andreas auch gerade, einfach Trail-Magazin kaufen. Aber jetzt verlassen wir das Trail-Magazin, weil jetzt wird es ein bisschen, also das, was ich im Trail-Magazin geschrieben habe, war soweit das. Ja. Und jetzt gehen wir ein bisschen spezieller auch in die Geschichte eben Watt und vor allen Dingen auch in die Auswertung für diejenigen, die sagen, okay, ich habe einen Stride oder ich zeichne meine Daten ordentlich auf,
und möchte anhand von einer Datenanalyse das machen und nicht einfach nur immer so stumpfe Tests machen. Vielleicht möchte ich das Ganze auch im Gelände machen, ja, und oder ich möchte, was ich jetzt schon bereits gemacht habe, möchte ich testen und nicht nur da, möchte jetzt, habe jetzt eigentlich keine Lust, 3 Tests zu machen, sondern möchte jetzt eigentlich meine Daten, die ich jetzt gesammelt habe, möchte ich testen lassen. Und da kommst du jetzt wieder ins Spiel, glaube ich. Genau, man kann im Bereich seine Daten quasi auch verbessern durch Zwischentests. Also man nicht nur den stumpfen 45-Minuten-Test machen, sondern manchmal genügt auch ein 35-Minuten-Test oder ein 18-Minuten-Test, um einfach seine Daten Lücken auszugleichen. Genau. Im Moment. Sollen wir mal kurz einmal in Stride reinschauen? Also einige von euch haben ja Stride, ja, und da sieht das Power Center, ich bin kein Freund von Power Center, ich muss mir das heute nochmal einmal kurz angucken, weil ich selber keine Ahnung vom Power Center mehr hatte, weil ich das gar nicht mehr nutze. Aber da haben wir hier so eine Geschichte, die sieht verdammt aus wie die Power Duration Curve, nicht ganz, ne? Aber schon ein bisschen genau, ähnlich. Genau, nicht ganz. Also das Power Center, das ist ja das Power Center, wo ihr bei Stride mit dabei ist oder wo ihr eure Stride-Daten ja auch hochladen könnt. Und zwar findet ihr das unter Improve, findet ihr diese Seite von den verschiedenen Tests. Genau. Und das ist so ein bisschen die Auswertung, wo Stride zur Verfügung stellt. Leider für das Ding, was das Ding kann, ein bisschen wenig von der Auswertung her. Ja, ist eigentlich lächerlich, was Stride kann und was du auswerten kannst. Wenn ich überlege, was das Ding kostet und wenn ich dann so eine Auswertung selber daraus ziehe. Ist aber besser als Strava und Co., muss man schon sagen. Natürlich besser auf dem Bereich. Ja. Genau, und hier in dem Bereich seht ihr auch die Power Duration Curve sozusagen. Ihr seht aber, die ist jetzt ein bisschen welliger, wie die, wo wir vorher hatten. Genau. Und weil das einfach die realen Werte sind, also das ist die MMP-Curve, die wirklich die realen Werte an dieser Stelle und deswegen ist die so ein bisschen buckliger oder bauchiger. Genau, sozusagen. Die ist nicht geglättet oder gemodelt. Genau. Ne? Mean-Max-Power-Curve, das sind die tatsächlichen Werte, die irgendwann mal erzielt wurden. Ja, genau. Und wenn ihr jetzt aber mit der Maus oder mit eurem Cursor quasi über diese Punkte fahrt, dann seht ihr auch, einmal seht ihr Wheel-Power und einmal seht ihr die Curve-Power. Und die Curve-Power ist das, was das Stride zu dem Zeitpunkt hat an Daten an dem Punkt. Und die Real Power ist das, was er hat. Und die Curve Power ist das, was die gemodelte Kurve eigentlich ist. Also die angepasste, dass es geglättet ist, dass ihr so eine fließende Kurve habt. Also was quasi Stride oder was das Power Center meint, was eigentlich möglich sein müsste. Genau. Und umso größer der Unterschied zwischen diesen Kurven ist, umso mehr Daten fehlen auch in dem Bereich einfach. Genau, also wenn jetzt hier, also vor allen Dingen, wenn die Real Power niedriger ist als die Curve Power, dann bedeutet das, dass ihm da einfach Daten fehlen. Ja. Ja. Also hier ist jetzt quasi Real Power niedriger, ja, also Daten fehlen. Wenn wir jetzt mal hier hingehen, ja, wo haben wir es? Irgendwo hier zum Beispiel, da ist die Real Power höher als die Curve Power, da fehlen mir gerade keine Daten. Ja, da bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt, da müsste ich jetzt keine Daten bringen. Genau, Golden Cheetah kann das gleiche, was wir machen, aber wir nutzen nicht Golden Cheetah, deswegen zeigen wir es auch nicht an Golden Cheetah, wir gehen gleich auf WKO nochmal, das ist ähnlich. Genau, und auch hier kann ich dann hingehen und sagen, okay, ich nehme mal wieder hier meine 6-7 ne, Minuten, das wäre jetzt der VO2 Max-Test, den wir gemacht haben, ja. Genau, dann gehe ich hier einmal auf die 40 Minuten, 50, 40, 45, sowas in dem Dreh, so, nehme da meine Curve Power und dann gehe ich auf die 2 Stunden und nehme da auch meine Curve Power und die stelle ich genau in dem gleichen Verhältnis, wie ich es hatte und dann kann ich es auch machen und muss die Tests nicht machen. Ja. Also das funktioniert natürlich nur, wenn ihr eine Weile lang Daten gesammelt habt. Also wenn ihr jetzt einen Lauf mit dem Stride gemacht habt, dann ist es natürlich noch relativ ungenau. Also umso mehr Daten ihr gesammelt habt mit dem Stride, auch umso mehr Daten ihr in verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen mit dem Stride gesammelt habt, umso besser sind natürlich die Werte in dem Moment. Genau. Hier steht auch immer oben, wie viele Runs dann quasi damit einbezogen werden und wenn da 0 steht, dann ist natürlich scheiße. Ja. Also so könnt ihr das erstmal machen, ja, und das macht auch dann, nichts anderes macht auch das Power Center, indem es hier dann dieses komische Dreieck bildet, und sagt dann, Metabolic Fitness wäre dann eher eben, was unsere aerobe Tempo angeht, Muscle Endurance ist eher in die Richtung 20 Minuten bis 40 Minuten. Kurze Ausdauer oder halt die anaeroben Bereich. Und Muscle Power ist eher das, sag ich mal, was auf 10 Sekunden so bringt. Und dann sagt eben dementsprechend auch Stride, okay, wenn du Muscle Endurance trainieren möchtest, dann solltest du hauptsächlich Threshold Runs machen, Race Specific laufen und ich sollte jetzt hier teilweise auch Long Runs, keine Ahnung. Genau, machen, also das Orangene ist das, was quasi Stride als am wichtigsten ansieht in dem Bereich. Genau, ne? Weil er die Muscle Endurance entwickeln möchte. Genau, Muscle Endurance wäre jetzt hier in dem Fall eher, glaube ich, die längeren Läufe. Ja. Genau, und Muscle Power wären eher die ganz, ganz kurzen Dinger, da sagt er Hill Sprints und Supplemental Training, also Krafttraining. Ne? So macht Stride da quasi auch Vorhersagen, ohne jetzt spezifisch zu werden. Das Problem an Stride ist, eine Fehlmessung und das ganze System bricht zusammen. Genau. Ihr könnt zwar Fehlmessungen erkennen, aber ihr könnt die Daten nicht rausnehmen. Also wenn ihr dann sagt, okay, ich will bei dem Lauf die Power weglöschen, dann müsst ihr den ganzen Lauf rauslöschen. Also ihr könnt nicht sagen, ich nehme nur das Datenset raus oder nur den Bereich raus, weil er halt im letzten Hill-Repeat dann irgendwie einen zu hohen Wert gemessen hat oder irgendwie
einen falschen Wert gemessen habt, dann könnt ihr den nicht rausnehmen. Ihr müsst den ganzen Lauf einfach rauslöschen. Genau, und das ist halt eine Arbeit, die wir halt viel machen müssen, ne? Ist halt die Datenpflege. Andreas hat gerade gesagt, er meint jetzt nicht Golden Cheetah im Speziellen, sondern vor allen Dingen die neue Version vom Power Center, die dann ähnlich sein soll. Was wir halt hier messen, sind, was wir halt viel machen, sind die Fehlmessungen. Ja, das worked gerade hier, die Geschichte. Da gucken wir uns Fehlmessungen an und können die dann halt bearbeiten, um möglichst keine Fehlmessungen drin zu haben. Das sind jetzt hier Fehlmessungen nur im Höhenbereich. Ja, das ist dann oft normal. Aber hier sehen wir zum Beispiel keine Fehlmessung, das wird jetzt dann rot oder pink dargestellt werden im Bereich VO2 Max, im Bereich Watt oder Herzfrequenz, weil Stefan, der den Tim trainiert, halt die Daten halt voraussichtlich, also offensichtlich pflegt. Ja, genau. Genau, so, sobald dann quasi ein zu hoher Sprung in euren Daten drin ist, haben wir hier einen Alarm, eine Alarmfarbe sozusagen, wo uns sagt halt, da kann irgendwas nicht stimmen in der Farbe. Genau, jetzt hast du vorhin gesagt, genau, wir vergleichen die MMP, also die tatsächliche Power oder die tatsächliche Pace, wie auch immer. Ich kann auch Pace nehmen, wenn ich nur flach laufe zum Beispiel, oder wenn ich hauptsächlich flach habe, kann ich genauso gut Pace wie Power nehmen in dem Fall. Vergleiche ich mit dem, was die Power Duration Curve macht. Und das machen wir auch, und das habt ihr zum Beispiel auch im Golden Cheetah drin, das habt ihr auch in WKO drin zum Beispiel. Da habt ihr einmal die gelbe Kurve hier, wenn wir es jetzt mal vergleichen. Die gelbe Kurve ist diese zackige Kurve, diese Mean-Max. Die, wo ihr als wie hieß es, Waist-Curve quasi hat? Nee, die ist anders. Wie hieß sie bei Strava gerade? Wie hieß, nicht bei Strava, hier bei... Real Power. Real Power hieß die, genau, ja. Das ist die Real Power-Kurve sozusagen. Und das ist die gemodelte, ne? Und da sehen wir ja auch Unterschiede, ja? Und wenn ihr jetzt das zum Beispiel nutzt und vergleicht die Power Duration Curve mit der Mean Max Power, oder ihr könnt auch quasi die Mean Max Speed mit einer gemodelten Pace-Kurve nehmen, geht genauso, dann habt ihr ja Unterschiede. Und wir machen das dann so, wir haben dann einen Graph, den wir nutzen, den können wir mal hier aufmachen, ne? Der nennt sich beste informelle Tests, hier haben wir auch nochmal die Vergleiche, und da sehen wir zum Beispiel jetzt hier, wo sind sinnvolle Tests, ja, und die sinnvollen Tests sind da vor allen Dingen, wo die Mean-Max-Power-Curve niedriger ist. Und da, wo es am niedrigsten ist, ne, da sagt er jetzt hier, Test wäre jetzt sinnvoll, der anaerobe Test wäre jetzt sinnvoll bei 15 Sekunden sogar 15 nur. Sekunden. Genau, der anaerobe Test, also der super anaerobe. Dann haben wir, der intensive sollte bei einer Minute 54 gemacht werden und der extensive bei 37. Und so kann man halt auch eben dann nochmal die Daten halt nochmal verbessern, weil nur gute Daten führen zu guten Ergebnissen. Ja, ja. Ja. Und er gibt auch gleich noch einen Vorschlag mit, ungefähr in welchem Wattbereich der Test dann liegen müsste. Ist das quasi nicht gut programmiert? Ist hervorragend. Dann habt ihr quasi auch einen Anhaltspunkt, in welchem Bereich ihr den Test machen könnt. Genau. Oder der Trainer gibt euch einen Anhaltspunkt, wo ihr den Test machen könnt. Genau. Ja, das erstmal zu den Daten dann. Ne? Also wie gesagt, ich wiederhole mal ganz kurz, wir haben mehrere Möglichkeiten, Standardtests, ja, das haben wir am Anfang drauf eingegangen. Wir haben die Möglichkeit, Wettkampfergebnisse zu erzeugen. Vergleichen und wir haben auch, wenn wir wirklich gute Daten uns aufzeichnen, und wir haben die Möglichkeit, die Daten darzustellen. Egal mit welcher Software, da gibt es inzwischen viele, und dieses Prinzip Power Duration Curve, Mean Max Power Curve, ist inzwischen weit verbreitet, zumindest in der Wattmessung, bei Radfahrern üblich. Ja. Mit Runalyze kann man das, glaube ich, auch so weit vergleichen, soweit ich weiß. Und, ja. Genau, also da gibt es Möglichkeiten, und ich kann das Ganze halt nicht nur mit Power machen für diejenigen, die keine haben, ich kann es auch mit Pace machen. Ne, wir machen es einmal mit Power hier, ne? Das ist Power hier oben und das ist immer Pace. Und können es dann auch eben für welche, die keine Power haben, zumindest im Flachen vergleichen. Wir lieben natürlich Power, ja, so, das ist auch klar, ja, genau. Jetzt haben wir noch hier rechts nochmal so Säulen. Hast du die programmiert oder habe ich die programmiert? Ich weiß gar nicht. Egal, irgendeiner von uns beiden. Genau, der rechte Bereich sagt eigentlich genau das Gleiche wie diese Prozentzahlen, die wir in den Verhältnissen der Tests zueinander hatten. Und zwar seht ihr hier auch wieder V2 Max, die FTP und die Ausdauer, also die aeroben Bereich, so rum. Und seht auch, wie der ungefähr einzusortieren ist. Also einmal könnt ihr drauf schauen, wie die Linien zueinander sind. Und einmal dann, wie die einsortiert sind. Genau. Und sobald eine Linie arg abweicht von den anderen, dann ist da auch ein Bereich, wo eventuell noch was zu tun ist. Genau, also Tim jetzt in dem Fall, ne, der hat jetzt wahrscheinlich, ich wette jetzt mal, pass auf, ich mache jetzt noch eine Wette, ohne dass ich reingeguckt habe, aber müsst ihr mir jetzt vertrauen. Wenn ich jetzt hier auf Dashboard klicke, dann an der Progression Efficiency, da sind ja unten diese, was er viel trainiert hat, ne? Und ich wette, der hat in letzter Zeit einfach super viele Intervalle gemacht. Ne? Weil einfach das ist Tempo gemacht. Ja, genau, ne? Das ist so der Klassiker. Mal gucken, ob das stimmt. Ja, ne? Hier, also alles, was hier rot ist, ne? Rot ist halt hauptsächlich Tempotraining, und das hat er jetzt einfach in der Phase viel gemacht.
Und das ist halt dann auch typisch, ne? Dass er da einfach jetzt sich so verbessert hat in der Phase oder generell so gut hier drauf steht, sogar fast sogar nationales Niveau. Was läuft der Tim jetzt? 35, das ist noch nicht nationales Niveau. Ja, das ist noch nicht nationales Niveau, Tim. Ja, also siehst du, er ist ein ganzes Stück drunter, das möchte ich auch nochmal sicherstellen, dass es so ist. Naja, aber gerade zwei Stunden plus, da muss er dran arbeiten eigentlich. Mhm. Ich weiß nicht, was er für einen Wettkampf jetzt vorhat. Ich weiß, dass er eben unter 36 laufen wollte, die 10, das hat er geschafft. Das war die Konzentration auf die Zeit, ja. Genau. Und deswegen war es jetzt auch gar nicht so schwer zu raten. Aber der Tim muss jetzt auf jeden Fall mal auf die Ausdauer gehen, ne? Ja. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache und da sieht man, dass man die halt anheben kann. Und das sehen wir auch hier, da droppt es einfach mal extrem, ne? Wenn man mal schaut, hier über eine Stunde 16 geht es ja gerade noch gut, ja? Da ist super Halbmarathonlauf. Das ist vermutlich ein Halbmarathon gewesen und danach hat er einfach keine Messdaten mehr. Da müsste man erstmal Messdaten auch sammeln, vor allen Dingen, ja, und das mal verifizieren. Kann man auch durch einen 25-Minuten-Test machen. Das sieht man dann hier nicht, den 25-Minuten-Test. Der wird natürlich dann hier verortet, aber man hat dann als Trainer zumindest, man kann sich das notieren und weiß, okay, es ist wirklich eine Schwäche. Wenn es wirklich eine Schwäche ist, dann lohnt sich das hier zu trainieren. Wie wir das trainieren, da kommen wir dann beim nächsten Mal drauf. Genau, das sehen wir dann fürs nächste Mal. Und auch das Gleiche seht ihr unten drunter, auf Pace funktioniert das natürlich auch. Ist jetzt ein bisschen anders von den Ergebnissen. Aber ziemlich ähnlich. Das ähnliche Resultat aus der Geschichte. Genau, also Power ist nicht immer nur das Beste, aber es ist nie schlechter als Pace, das kann man sagen. Ja. Es ist, wenn dann, besser als Pace. Genau, also das sind informelle Tests, ne? Und das sind die Geschichten. Ja. Wir hatten ja vorhin gesagt, die 90%, das ist vielleicht auch nochmal noch eine interessante Sache, da wo wir auch ein bisschen drauf schauen, ist halt vor allen Dingen auch die Entwicklung, wie die sich unterschiedlich entwickeln, die Größen. Also damit ihr mal ein bisschen seht, auch wie wir arbeiten, um vielleicht auch, ja, ich meine, natürlich ist das auch ein bisschen Werbung, aber es geht natürlich auch vor allen Dingen darum, dann, dass ihr ich muss mal kurz einmal nochmal neu starten, weil der sich ein bisschen, gerade das ein bisschen schnell wird. Manchmal muss man es neu starten, das ist ein bisschen so eine Krankheit von WKO. Ich bin jemand, der immer viel neu startet, aber dann rechnet er es eigentlich recht schnell durch. Wenn wir so solche Tests machen, die wir vorhin drüber gesprochen haben, dann ist es ja so, die mache ich halt einmal im halben Jahr oder mache die einmal im Vierteljahr vielleicht Maximum, ne? Aber ich sehe nicht genau so eine Entwicklung, wo ich dann, das ist der Vorteil am Coaching, wo ich dann genau sage, ey, jetzt entwickelt sich da gerade nichts mehr oder jetzt müssen wir was ändern und nicht erst beim nächsten Wettkampf, weil jeder Coach, es gibt ja Coaches, die immer noch nach Strava trainieren oder sogar nach Excel, die sehen ja frühestens beim nächsten Hauptwettkampf eigentlich, wo derjenige steht. Eine Verbesserung oder ein Ergebnis oder sowas. Genau. Und mit der Datenanalyse kann ich halt hier hingehen und wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel das angucken, das ist das Verhältnis von einer gemodelten FTP zur gemodelten VO2 Max. Ne? Und da sehe ich hier, da war er bei 91, da schon extrem hoch. Das wird wahrscheinlich Vorbereitung für irgendein Ultra gewesen sein im April, gehe ich mal stark von aus. Ja? Und dann sind wir hier eigentlich in der Phase, wo er dann, da war er vielleicht sogar verletzt, weil er relativ wenig gemacht hat, weiß ich aber nicht. Ja? Und da geht auf jeden Fall dann dieser Wert runter und dann haben wir hier einen Wert, der ist dann unter 90. Unter 90 ist eigentlich immer noch verbesserungsfähig. Mhm. Das ist wie gesagt das Verhältnis wieder FDP zu VO2 Max oder ja, das Verhältnis, wenn man so möchte, 45-Minuten-Test zu 6 Minuten. Zu den 6-Minuten-Test, genau, ja. Genau, oder wenn man das Ganze an der Power-Duration-Curve, haben wir sie irgendwo hier? Nee, müssen wir kurz mal gehen. Wenn man das an der Power-Duration-Curve festmachen möchte, dann wäre es quasi die Steigung dieses Bereiches. Ne? Also genau, und umso flacher die Steigung da ist, umso weniger könnt ihr in dem Bereich auch machen einfach. Genau, und umso höher ist die Zahl, die ich gerade gezeigt habe. Dann ne, 100% wäre genau eine waagerechte. Ja. Ne? Und über 90%, wo er jetzt ist quasi, jetzt ist er bei 89 quasi, ja, jetzt geht er schon langsam auf die 90 zu, jetzt könnte man noch ein bisschen an der FTP arbeiten, also man könnte es noch vielleicht auf 90,5, 91 bringen, ja, dann hätte man die FTP quasi komplett ausgereizt und dann müsste man auf jeden Fall entweder die VO2 Max weiter erheben, dass wieder mehr Platz ist einfach in dem Bereich. Oder man müsste halt sich, in deinem Fall wird das wahrscheinlich Sinn machen, gerade jetzt, weil er auch Ultraläufe macht, halt mehr auf die Ausdauer zu konzentrieren. Also aerobe Schwelle und viel Umfang dann im Sommer. Und dann könnte man zwischendurch vielleicht noch eine VO2-Max-Phase einschieben. Ja. Das müsste man halt schauen, wie sich das entwickelt. Mhm. Oder halt spätestens auf jeden Fall dann auch wieder im Herbst. Aber das ist so eine Sache, die kann ich halt dauerhaft dann vergleichen, wenn ich sowas mache. Sehe, wie die FTP sich entwickelt. Und hier sehen wir, da war er auch schon mal besser von der FTP, wo er so viel Umfang gemacht hat. Und da können wir sicher gehen, wenn er jetzt umschaltet, ein bisschen mehr noch an der FTP macht und dann an die aerobe Schwelle geht, weil wir haben ja gesagt, auch wenn ich aerobe Schwelle knapp unterhalb der FTP mich entwickle, geht die FTP trotzdem nach oben. Und was vor allen Dingen dann nach oben geht, ist das hier. Ja, das ist die Time to Exhaustion, das habe ich am Anfang besprochen. Ich gehe nochmal kurz auf die Tafel. Ja, müsste ja klappen. Tafel. An der Tafel, ja, da seht ihr ja, wo die FTP steht. Ja, und da habe ich ja gesagt, die kann sich nach rechts und nach oben verschieben. Und FTP ist genau der Punkt quasi, bei welcher Zeit. Ich zeige das mal kurz an der Tafel. Ja. Oder du sagst mal kurz, dann kann ich zeigen.
Genau, also hier habt ihr die FDP bei ungefähr, ja, jetzt hier so bei 40 Minuten ungefähr. Mhm. Und das wäre jetzt die TTE-Verschiebung. Genau, wenn die Time to Exhaustion ist, dann quasi einfach nach rechts ist das die Verschiebung. Genau. Und da ist er jetzt schon, da ist er jetzt schon ziemlich gut dabei, ja. Da ist er jetzt schon ganz gut dabei mit 49, ist eigentlich enorm, da kann er eigentlich nicht viel machen. Also wo er jetzt noch was tun könnte, ist eigentlich, wenn er ein bisschen schneller als die FDP trainiert. Das wäre jetzt nach oben zu verschieben wieder. Genau, also das wären jetzt so 8-Minuten-Intervalle, da kommen wir nächstes Mal zu. Ne? Mhm. Und dann aber hauptsächlich, weil er da nicht viel tun kann, aber dann an der Ermüdungsresistenz, das wären dann 20-Minuten-Intervalle zum Beispiel oder Wechseltraining oder sowas. Da kommen wir nächstes Mal zu, ne, wie man das verschieben kann. Aber hier sehen wir quasi, also es ein bisschen nach oben geht noch, nach hinten geht nicht mehr, da ist eigentlich kein Weg mehr. Wenn wir es nach oben verschieben, dann sinkt die Zahl eigentlich auch ein bisschen. Das ist aber eine rein mathematische Größe. Aber er wird es nicht hier auf 37 kriegen. Das wäre jetzt quasi der Punkt, wo der Trainer entweder sagt, okay, wir müssen wieder mehr Platz schaffen für die V2 Max. Ja. Oder wo der Trainer sagt, ich habe mein Ziel erreicht, wir können jetzt wettkampfspezifisch zum Beispiel auf die Länge einfach gehen. Genau. Und lassen die V2 Max und die FDP so, wie sie jetzt sind und gehen jetzt eher auf die Länge. Genau. Der Ben fragt halt nach dem 25 Minuten, haben wir jetzt gesagt, am 88er Puls, aber es geht auch 20 Minuten. Ne? Das ist keine magische Größe, es kommt nur darauf an, dass der Puls sich stabilisiert hat. Ne? Also darum geht es einfach. Dann kann man auch aufhören. Genau. Und er sagt, die 6 Minuten Vollgas, wofür das war noch, das gedacht war, das war wirklich für die V2 Max Bestimmung gedacht. Genau. Du kannst die beiden Tests auch theoretisch an unterschiedlichen Tagen machen. Ja, also du kannst an einem Tag den 45 machen, 2 Tage später den 25er und dann einen Tag später den 6 Minuten. Mhm. Kannst du auch machen. Wir machen nur den 6 Minuten am gleichen Tag, weil wir sagen, die 25 Minuten sind eine tolle Warmmachgeschichte. Ja, genau, ihr habt euch schon umgezogen, dann lohnt es sich nicht nach 25 Minuten wieder heimzugehen, sondern dann könnt ihr den 6 Minuten Test einfach noch anschließen. Genau, und wir können halt schnell mit unserer Planung beginnen und ne, das ist ja auch immer so eine Sache, dass dann gerade unsere Athleten dann ja auch immer heiß sind, dann ist eine neue Planung kommt und dann versuchen wir es ja auch so schnell wie möglich dann durchzuziehen. Bei dem 6-Minuten-Test gibt es noch den Tipp, versucht den, wenn möglich, irgendwie auf der Bahn zu machen, weil dann könnt ihr wirklich von Linie zu Linie rennen, beziehungsweise ihr habt genau die Meter, die ihr gelaufen seid, weil wenn ihr das die Meter von der GPS-Uhr nehmt, dann habt ihr da oftmals eine Abweichung drin und da ist eine Abweichung schon relativ wichtig, also eine Genauigkeit relativ wichtig, weil eine Abweichung sehr, sehr viel ausmacht im Ergebnis. Genau, also wir schauen dann auch genau auf den GPS-Wert und gucken nicht auf die Strecke also nach den 6 Minuten, sondern schauen wirklich bei dem GPS, wann ist er genau eine Runde gelaufen und wie viel ist er jetzt noch 70 Meter gelaufen. Ne, das ist dann meistens genauer als die Pace, wenn man gerade im Kreis läuft, gerade mit GPS, ist es ein bisschen kritisch. Ja. Aber, ne, aber das seht ihr dann ja 6 Minuten, wie viel km/h geschafft habt. Und dann könntet ihr auch theoretisch sogar wieder auf Runwörter gehen, ja, um jetzt mal nochmal Werbung zu machen. Könnt ihr auf Runwörter auch gehen und könnt sagen, ich möchte die Pace Calculator machen und sagen, ich bin in 6 Minuten, ja, also 0, genau, 06, 6 Minuten bin ich gelaufen, ja, sagen wir jetzt mal guter Läufer, ne, 1700 Meter genau gelaufen in 6 Minuten und dann kann ich hier genau meine Pace ausrechnen. Genau, dann habt ihr einfach genau die Pace. Genau. Ihr könnt euch dann auch noch die Herzfrequenz dazu notieren, weil das relativ nah Richtung maximale Herzfrequenz ist. Genau, ungefähr kommt. Drei. Ja, kommt noch an. 2, 3, 4, 5 Schläge. Genau, bis 5 Schläge drunter, unter der Max-Herzfrequenz. Und deswegen gehen wir eigentlich immer nur von der FDP-Herzfrequenz, weil die eben leichter zu erreichen ist und solider ist als die Max-Herzfrequenz. Bei vielen ist ja auch dann das Problem, dass sie die Maximale gar nicht treffen können, weil dann irgendwie Effizienz wieder fehlt oder sie gar nicht so schnell laufen können, um ihre maximale Herzfrequenz zu erreichen. Gerade Bergläufer oder Ultraläufer haben das Problem, dass die auf der Bahn gar nicht so schnell laufen können. Genau, habe ich hier jetzt gerade noch was ich zeigen wollte. Jetzt muss ich mal kurz einmal gucken. Das hatten wir gesagt, ne? Das hatten wir gezeigt. Ja. Da kommen wir beim nächsten Mal drauf. Das hatten wir gezeigt. Das brauchen wir nicht zeigen. Genau. Das zeigen wir auch beim nächsten Mal. Das brauchen wir auch jetzt nicht zeigen. Ich glaube, jetzt haben wir so die wichtigsten Sachen, was das jetzt angeht, was jetzt allein die Stärken und Schwächen angeht, haben wir glaube ich, gezeigt. Effizienz machen wir nochmal gesondert irgendwann. V2 Max-Entwicklung brauchen wir auch jetzt da nicht nochmal extra zu zeigen. Ich glaube, dann haben wir es so gut. Genau, also heute war ja das Hauptthema, wie ihr eure Stärken und Schwächen selber analysieren könnt. Also wie ihr überhaupt die ermitteln könnt und analysieren könnt. Mhm. Und dann beim nächsten Mal wollen wir auch darauf eingehen, wie ihr die quasi auch dran arbeiten könnt an den Stärken und Schwächen. Genau. Der Ben fragt nochmal, er versteht das gerade nicht, ja, wie soll ich da die V2 Max berechnen? Wenn durch die gelaufenen Meter oder die Pace, Ben, das ist egal. Wenn du 6 Minuten läufst, ist die Pace und die Meter genau das gleiche.
Also du kannst beides quasi in kmh umrechnen, ja, weil das ist das, was du nachher brauchst, um die Verteilung zu machen. Ja. Also du kannst, also Meter kannst du in Pace umrechnen oder Pace in Meter umrechnen, wenn du weißt, was für eine Zeit du gelaufen bist, nämlich 6 Minuten. Genau, ja. Und um nachher dann die Tests gegen zu rechnen, nimmst du einfach die kmh, wo du gelaufen bist. Genau, also mit anderen Worten, wenn ich jetzt hingehe, ich mache das jetzt einfach mal ganz einfach mal einmal vormachen. Ja. Ich bin jetzt gelaufen, 6 Minuten haben wir gesagt, will ich laufen. Ja. Und bin in 6 Minuten, ich muss mal ganz kurz hier umschalten, bin die 6 Minuten gelaufen und habe da geschafft, genau, ne, wie viele Runden sind das? 4 Runden und 100 Meter geschafft. Ja, genau. Ja. Also 100 Meter mehr, eine Gerade mehr als 4 Runden geschafft, ja, also genau 1,7 Kilometer. Dann sagt er mir hier 3,32, ja, oder 3 Minuten 32 Pace. Ja. Und dann nehme ich die und sage einfach Pace Converter, dann hat er mir die hier schon eingetragen und dann sagt er mir, das ist genau eine Geschwindigkeit von 16,98. Die schreibe ich mir auf. 16,98. Ja. 6-Minuten-Test, 16,98. Und dann sage ich, okay, und die bei dem 45-Minuten-Test, was der Lars vorhin erklärt hat, da bin ich zwischen in der Mitte, zwischen 10 und 30 ungefähr, bin ich eine Pace gelaufen von, ja, was sagen wir da jetzt mal, da ist er gelaufen. 3,55. Ja, 3,55 ist realistisch, ne, 3,55. Dann nehme ich die 15,32 und trage die da ein. Und bei dem 25-Minuten-Test, der ja bei 88% des Pulses eben von dem 45-Minuten-Test gemacht wird, da bin ich jetzt eine gelaufene 4,25, sage ich jetzt mal, und trage da die 13,58 ein und die dividiere ich durcheinander und dann komme ich auf eine Prozentzahl, ja, und diese Prozentzahl, die kann ich hier eintragen, ja, 45 zu 6 Minuten, 25 zu 45 und 25 zu 6 Minuten. Ja. Genau. Einfach auf YouTube nochmal angucken und Pause drücken oder Trail Magazin kaufen und dann tragt ihr hier eure 0,91 oder eure 90% ein, was euer Taschenrechner euch zeigt und vergleicht das hier mit diesen Werten, die wir euch jetzt hier nochmal gezeigt haben und dann wisst ihr, wo sind die Stärken und die Schwächen. Ja, so nicht anders machen wir seit 4 Jahren inzwischen mit 600 Tests und haben da also enorme Erfolge, so dass ich, das muss ich jetzt einfach, ich muss auch mal ein bisschen Werbung für uns selber machen. Ja, ich meine, ja, früher habe ich mich immer davor gewehrt, mittlerweile bin ich da schamlos geworden. Ja. Wir machen ja so ein Level-Up, bieten wir auch an. Ne? Das bedeutet, wir analysieren euer Training. Also ihr gebt uns eure Aufzeichnungen, wir kennen euch gar nicht und wir gucken uns das alles an und sagen, da sind die Stärken, da sind die Schwächen. Also genau das, was wir jetzt da auch gemacht haben. Wir schauen dann auch natürlich noch viele andere Sachen an. Wie war die Periodisierung? Wie viele Höhenmeter habt ihr gemacht? Wo trainiert ihr spezifisch? Welche Wettkämpfe habt ihr vor und geben euch dann Tipps, genau wie ihr trainieren könnt. Das kostet 100 Euro und ist damit meistens noch 50% günstiger als jeder Laktattest und bietet das daher für Dreifache an Erkenntnis, finde ich persönlich. Ohne die Fehlerquellen, die Laktattest oft mal witzig sind. Genau. Wie zum Beispiel eben, dass ich auf dem Laufband laufen muss, Fehlmessungen und so weiter. Also das ist das, was wir machen und wir machen uns da teilweise ein, ich sag mal so, ist noch so ein Hobby raus, dass wir sagen, wir gucken keinen Fragebogen an, wir gucken nicht, was für ein Läufer das ist, wir gucken nicht an, wie der trainiert hat, gar nichts, wir gucken nichts an, sondern lassen nur die 3 Tests machen. Und nach den 3 Tests charakterisieren wir genau den Läufer und sagen, das ist ein Ultraläufer, der hat bisher so und so trainiert, letztes Mal hat er das und das gemacht, der macht hauptsächlich Intervalle in dem Bereich oder gar keine Intervalle und so weiter und so fort. Und dann danach schauen wir uns das Training an in den Fragebogen. Und es ist so krass, wie krass das passt. Ja, es ist so krass, wie gut das passt. Als ich das entwickelt habe damals, da war ja noch alleine diese ganzen Tests, die sind ja nicht in Luft geschrieben, sondern das sind ja wissenschaftliche Grundlagen. Also Forschung von Bilar, von verschiedenen Sportwissenschaftlern, von der Uni Bielefeld, die 45-Minuten-Test erforscht haben und so weiter. Also das ist ja nicht in Luft geschrieben. Tim Wortmann hat da mitgewirkt, genau. Ich habe das ja nicht erfunden jetzt, diese Tests, ich habe ja nur die zusammengestellt, ja. Da habe ich gesagt, oh, mal gucken, ob das hinhaut. Ja? Aber immer noch auf Laktattests vertraut, weil ich mir selber nie. Und inzwischen, ich würde nie wieder einen Laktattest machen. Warum? Das ist halt viel besser. Ja. Die meisten von euch sind gewohnt, draußen einfach das zu laufen und dann ist ein Laufband immer was Neues in dem Fall. Und dann kommt auch noch einer mit einer Nadel ans Ohr und Ja, genau. Also der Ben sagt auch, ne, er läuft hauptsächlich Straßenläufer. Ja, mich verbindet man nur mit Trail, ja. Das liegt natürlich, das ist aber eine rein ökonomische Frage, muss ich dazu sagen. Also ist ja so, ne? Also es ist eine reine Marketinggeschichte. Ja, so doof, wie sich das anhört. Aber ich bin halt Trailläufer und man kennt mich daher. Und das ist halt eine Nische, wo wir gesagt haben, da schaffen wir auch, uns durchzusetzen im Vergleich zu größeren Unternehmen, die vielleicht nicht mehr können, vielleicht schon, keine Ahnung, ja, manche vielleicht mehr, manche weniger, ich möchte das jetzt gar nicht einschätzen, ja, mit gar nicht arrogant sein, aber ich würde sagen, dass Straßenläufer fast jeder trainieren kann, ohne jetzt böse zu sein, ja.
Aber Straßenlauf trainieren ist echt nicht so schwer, weil das ist genau das, was wir gerade gesagt haben, und zwar in der reinen Form einfach nur Physiologie. Ist halt linearer wie jetzt ein Trail. Total, ja. Also, ja. Genau, also wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, von Physiologie was versteht und mit der Datenauswertung klarkommt, dann kann man, das ist nicht das einfach, das ist eine gute, ist, aber es ist einfacher als Trailläufer, wo ganz viele andere Sachen auch noch dazu kommen. Euch fallen die ganzen Einflussfaktoren weg, Steigungen, wie steil ist die Steigung, wie technisch ist das Gelände, das fällt alles weg. Ernährung teilweise, wenn ich nur 10 Kilometer Lauf mache, fällt Ernährung komplett weg, Hitze fällt weg, Höhe fällt weg, Rucksack fällt weg. Etappenläufe fällt weg, Umfang fällt eigentlich auch weg bei 10 Kilometer Läufern, also ich meine die 80, 100 Kilometer, die du als 10 Kilometer Läufer brauchst, die kriegt halt jeder noch irgendwie hin. Also von dem her, ich möchte das nicht runterreden, das ist immer noch nicht einfach, so wie man trainieren, aber wer Trailläufer trainieren kann, würde ich mal behaupten, der kann auch Straßenläufer trainieren, andersrum wird es schwieriger. Und es ist ja auch so, wir haben ja auch viele, die sagen, sie sind Straßenläufer und trainieren nur auf Straßenläufe. Es ist ja nicht so, dass alle nur Trailläufer sind. Nee, ich würde sagen, wir haben sogar 50-50 Verteilung inzwischen. Und wir mögen ja eigentlich auch die Verteilung. Also ich mag das eigentlich immer wieder ein bisschen umzudenken und Herausforderungen zu haben und nicht nur Trailläufer zu trainieren. Und das ist halt nicht auch eine schöne Sache. Genau. Okay, jetzt haben wir genug Werbung für uns selber gemacht. Aber es muss auch sein, weil kostet nichts und wir haben keine Werbung eingeblendet. Das ist auch gut. So, ich würde sagen, wir können ja eigentlich eine Art Hausaufgabe bis in 2 Wochen. Das ist eine gute Sache. Du gibst die Hausaufgabe auf und ich hole uns dafür als Belohnung bei dir. Genau, ihr könnt ja jetzt quasi in den nächsten 2 Wochen, vielleicht passt das gerade, dass ihr euch mal versucht, diese Tests auch machen für euch. Also einmal die 45 Minuten, wie gesagt, so gleichmäßig und so schnell, wie für euch möglich ist. Dann nehmt ihr, wie gesagt, euren Pulsbereich, rechnet den aus, nehmt den für die 25 Minuten. Und lauft dann anschließend auch die 6 Minuten, auch wenn die wehtun werden am Schluss. Aber dann habt ihr einfach für euch selber schon mal den Test gemacht und könnt dann in 2 Wochen, wenn wir auf die Stärken und Schwächen, die ihr dran arbeiten könnt, wenn ihr darauf eingehen, könnt ihr da auch an euch selber das quasi ein bisschen mitdenken, an was ihr arbeiten solltet, wie ihr am besten daran arbeiten solltet. Genau. Ja. Das wären jetzt meine Hausaufgaben, die ich euch mitgeben will. Danke. Genau. Und dann, wenn ihr dann eure Schwächen habt, nächste Woche gehen wir darauf ein, wenn die Verhältnisse, wir gehen jetzt da mal von aus, du hast jetzt gerade gesagt, wir sollen die Tests machen, oder? Genau, Wir gehen jetzt mal davon aus, jeder von euch macht entweder die Tests, oder er hat eine Power Duration Curve und nimmt diese, du darfst gerne trinken, wir können auch gleich noch anstoßen. Ich habe es in Augenwinkel gesehen. Ihr nehmt das von der Power Duration Curve oder wie auch immer, also ihr kommt auf diese Prozentzahlen, wie ihr auch immer darauf kommt, von mir aus auch durch Wettkampfergebnisse, wenn die passen. Ja, und macht nur den 6-Minuten-Test, weil ihr da vielleicht kein Wettkampfergebnis habt. Und dann kommt er nächste Woche hier hin und sagt, hey, da ist genau meine Schwäche, meine Stärke, beziehungsweise so sind meine Prozentverhältnisse. Und dann gehen wir nächste Woche darauf ein und sagen, wenn deine Verhältnisse so und so sind, dann ist das offensichtlich deine Schwäche. Und das wären jetzt gute Trainingseinheiten, die du machen könntest in der Verteilung und warum sind die gut. Und sagen dann auch, wann solltest du damit aufhören. Bis zu welchem Punkt ihr die machen könnt. Genau, weil das verändert sich. Das ist ja alles ein lebendes Spiel. Und das ist das nochmal, was ich sage, weil ich bin ja inzwischen, ich glaube, ich habe dich ja auch da hingekriegt, du bist ja auch ein Freund der Datenanalyse. Ja. Also die ganzen Graphen, die ihr jetzt seht, die haben wir beide geschrieben. Also nicht alle komplett von Grund aus, aber zumindest mal modifiziert. Und dieses Fließende, diese ständige Entwicklung zu sehen, wo steht derjenige diese Woche? Was hat das gebracht, was ich in den letzten 3 Wochen gegeben habe? Das ist ja eigentlich der Vorteil. Also es ist nicht so, dass man jetzt, wenn es einmal gut ist, dass es dann immer gut bleibt. Mhm. Oder wenn ich einmal sage, ich bin der Typ, der eine gute FDP hat, dann ist das ja in 3 Wochen vielleicht schon wieder, in 3 Wochen nicht, aber in 8 Wochen schon wieder ganz anders. Und deswegen also auch dann den Tipp, wann reicht es auch mit dem Training? Genau. Wie lange solltet ihr das Ganze machen? Und die von euch, die in Silvesterlauf gelaufen seid, wo ihr sagt, ihr seid wirklich an der Grenze gelaufen, die haben den Vorteil, sie können den nehmen, sie können sich den 45-Minuten-Test eventuell sparen, können die Daten von dem Silvesterlauf nehmen und müssen den 25-Minuten- und 6-Minuten-Test noch machen. Aber die haben einfach den Vorteil, also ihr könnt, wenn ihr habt, den Silvesterlauf nehmen, ansonsten den 45-Minuten-Test machen und darauf aufbauen. Und Martin, du hast gerade noch geschrieben, die Tests möglichst ohne Höhenmitte, so flach wie möglich einfach. Ja, und also auch wirklich ohne Ampeln oder ohne Kreuzungen oder sowas. Also auch wenn es für den 45-Minuten-Test stumpf ist, wenn ihr keine Bahn habt, dann nehmt euch auf dem Feld irgendwie einen Schotter, nicht Schotter, kann auch ein Asphaltweg sein, lauft um ein Feld rum auf einem Landwirtschaftsweg, auch wenn es nachher 12 Runden sind, wirklich so flach und so wenig Unterbrechung wie möglich. Genau, eine Einschränkung dazu noch, die ich da, jetzt muss ich einmal kurz noch einmal was zeigen. Wir hatten ja gesagt, hier da sind sie, diese informellen Tests. Ich habe manche Läufer, die sind halt Bergläufer, und die können halt flach einfach auch nicht laufen und sind auch nicht gut flach. Mhm. Ne?
Und da möchte ich aber wirklich wissen, weil ich die auch nur auf dem Berg trainiere. Mhm. Vertical K, Berglauf, ja, hast du ja auch. Ja. Dann lasse ich genau hier zum Beispiel, dann sage ich gar nicht, die 45 Minuten müssen es jetzt sein, sondern dann sage ich hier, mach einen lockeren Lauf, mach dich warm und dann gib 2 Minuten am Berg mal Gas, was geht. Mhm. Ja? Und dann kriege ich hier Wattwerte. Ja. Also bei informellen Tests, die kann man durchaus auch bergauf machen. Mhm. Ja? Und wenn man alles bergauf macht, geht es theoretisch auch. Ja? Ja. Dann hat man aber auch nur die Werte bergauf. Ja, stimmt, wenn man flach läuft, hat man auch nur die Werte flach. Ja. Das ist halt einfach so. Also wenn jemand jetzt von euch da ist, der sagt, er kann flach gar nicht schnell laufen, ja, da ist dann einfach, sind die Haxen begrenzend, weil er die Beine nicht so schnell bewegen kann. Dann kann man theoretisch an der gleichen Strecke bei gleicher Steigung, zum Beispiel auf dem Laufband, kann man das Ganze auch in Verhältnis setzen. Zum Beispiel auf dem Laufband 10%, kann ich das genauso gut auch in Verhältnis setzen. Genau, dann muss aber die Steigung theoretisch bei einem Test doch gleich sein. Also dann nicht mal steiler und mal flacher, sondern müsst ihr die gleiche Steigung erwischen in dem Moment. Genau. So, wir geben euch jetzt haben wir 1:20 durch an Aufnahme mit den Problemen am Anfang. Sind wir vielleicht auf 1:10 oder so. Mhm. Ich würde sagen, das sollte auch für heute ganz gut sein. Ja, die vielleicht auch da, also wir machen das Ganze jetzt regelmäßig, immer zu unterschiedlichen Themen. Gerne Vorschläge. Ja. Wenn ihr noch Fragen habt oder euch fallen dann nochmal ein paar Fragen ein, haut die unter dem Facebook-Video oder auch bei YouTube laden wir es hoch morgen. Dann könnt ihr das gerne auch auf das YouTube-Video knallen. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen noch habt, abgesehen davon, schreibt einfach an mail@michael-ahren.de, da kommt es dann bei uns an und da beantworten wir eigentlich täglich Fragen, auch gerne kostenlos, nein, nicht gerne, aber wir beantworten sie kostenlos. Und sonst, wie gesagt, wenn das was für euch ist, dass ihr sagt, ihr wollt das auch mal in professionelle Hand geben, dann schaut auf unserer Website nach, michael-ahren.de, ja, sollte auch überall verlinkt sein, wo ihr das Video seht. Ja, genau, und wir werden das Thema auch immer noch mal am Anfang der Woche ankündigen nochmal, dann könnt ihr da auch die Fragen einfach nochmal drunter hauen. Genau, am besten Fragen am Anfang drunter hauen, dann können wir die schon mal auch vorbereiten und nehmen die mit rein, sonst aber auch gerne während des Videos. Und wie gesagt, nächstes Mal das Thema ist eben, welche Einheiten oder wie trainiere ich bei welchen Schwächen, um genau diese Schwächen zu beheben. Ja, also, also geht ja nicht darum dann, also egal, das machen wir nächste Woche alles. Ja, genau, das nächste Mal. Wenn ihr nichts mehr habt, wir beantworten jetzt noch ein paar Fragen in den Kommentaren. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend. Ja, genau. Trinkt noch unser Bier, unseren Doldensud. Ja, das kommt aus Riedenburg. Ist das irgendwo, wo ist das Riedenburg? 9 ist? Weißt du das? Nee. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall mit Emmermalz, ohne Gentechnik. Sieht einen guten Namen, guten Pale Ale aus, ja. Ist, glaube ich, auch. Obergäriges Spezialbier ist es. Ja, also es ist auf jeden Fall IPA, aber es ist, egal. Ja. Also macht's gut. Prost. Schönen Abend euch noch. Auf euch.